Ding draufkleben. Das Ding ist, Driften ist halt wirklich ein bisschen so wie Sex, Alter. Weil, wenn du es nicht richtig, wenn du zu schnell wirst, dann kann es ziemlich unangenehm werden für einen. Aber wenn es zu langsam ist, dann wird's nix, weißt du? Und ohne Gummi ist auch scheiße. Also dann ist nix gut, diese. Werbungen hier eigentlich irgendwas zu bedeuten? Welche Werbung? Die hier in dieser Box sind, hier unten. Endrophix, dann hier. Endrophix? Ja, das ist Marken. Genauso wie Eat Pushimura. Das sind Marken. Ah. Also Eat Pushimura, Rock Type und ich glaube Endrophix sind auch alles Reifenmarken. Digga, die Sauto. Ja. Also nicht auf der Ventador, aber Skyline. Das ist eine Reifenmarken, das war so. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so wummert wie in der Aufnahme vorhin. Musst du dann sehen. Hast du irgendeine Nachricht auf dem PC bekommen, aber von wegen irgendeinem Windows? Oh, Alter, ich habe das erste Mal Drift geholt und ich krieg diese Kurve in einem Rutsch hin. Und dafür muss ich die einmal neu anfahren. Dass du den Aventador so ruhig halten kannst. Ein bisschen länger Drift Erfahrung als du, deswegen kann ich mich eigentlich an den Auto recht schnell gewöhnen. Das kann ja auch in dem Auto gewöhnen. Ich habe keinen richtigen Multiplikator in meinem Wagen, sehe ich gerade. Ich bin bei 108 stehen geblieben. Wow. Und ich dachte nicht, dass ich die Teile mit denen eingebaut habe. Doch, nur das ist, was der kann. Ich habe den Teile ausgebaut. Okay. Das geht ja jetzt heutzutage schnell, deswegen hast du es gemacht. Alter, dass ich diese Kurve so gut nehmen kann. Das könnte sogar wirklich spannend werden, wer mehr schafft. Ich, der anfangs verkackt hat, aber höhere Multiplikator schaffte, oder du, der keinen Multiplikator mal durchgezogen ist. Wenn ich jetzt nicht einen Unfall gegen Ende baue. Same. Nicht so schnell. Das ist komisch. Du. Richtiger Scheißscore noch. Sogar um 100.000. Ach du Heilige. Oder es liegt an der Musik, die ich gerade höre, dass ich so gut gefahren bin. Weiß ich nicht. Das ist Fast and Furious Musik. Ja. Gott, Alter, die Teile haben so geblendet, im Bildschirm einfach weiß. Ach so, ich habe Musik nicht geschaut. Nein. Das war eine schlechte Runde. Ich habe mal wieder ein altes Drift-Lied drauf. Also, wo mich den Skyline nicht gefahren hat. Alter, bin langsam. Ich glaube, ich habe inzwischen das perfekte Lied gefunden. Oh Gott, ihr habt mich auch. Ist auch mein Tipp von mir an euch, Alter. Wenn ihr driften wollt in der Crew, dann braucht ihr Musik, gute Musik. Und Feingefühl. Ja. Naja, und Teile. Und Teile. Also gute Sorte. Na gut, du kannst trotzdem driften, aber wenn du. Also gut driften ohne Teile, aber wenn du viele Punkte willst, dann brauchst du halt auch gute Teile. Also braucht ihr Geld. Ja, aber ihr müsst halt euer persönliches Auto finden, mit dem ihr am besten klarkommt. Und bei mir ist das hier der Acura, bei Hulu ist es, na gut, unterschiedlich. Ja, aber also ich kann nicht so gut wie jedes Auto empfehlen. Obwohl doch eins kann ich abraten, der 370er Z. Ich kann den Ford GT abraten. Also ein Auto, was ich wirklich empfehlen kann für Einsteiger. Kommt man langsam, würde ich sagen, Skyline, schnell würde ich sagen, Exit, ganz klar Exit. Ich kann empfehlen, wenn ihr schon hohes Level seid, dann nehmt den Acura, weil der ist kostenlos ab Stufe 500, glaube ich. Oder 400, eins von beiden. Und das ist mein absolutes Lieblingsauto. Nein, ich hab's riskiert, warum? Ich war so schnell. Ich hab da ein Rücklicht auf dem Spoiler. Stimmt.
Ja, der hat einen Rücklicht auf dem Spoiler. Der Street Racer auch. Was ist das gleiche Auto? Na, der Aventador von Hypercar den nicht. Ich nehme mal das Spoiler drauf. Ich glaube nicht. Ist ja sehr ähnlich unsere Scores. Ja, und das Ding ist, was ich liebe, das ist perfekt mit dem Rennen zu Ende. So, jetzt richtig. Da habe ich kurz den falschen Knopf gedrückt, das sollte anfangen, das wollte ich nicht. Peinlich. Auch ein guter Tipp, den man euch geben muss. Aua. Keine Handbremse. Außer mit dem Camaro. Ja. Da kommt es irgendwie hoch. Aber ansonsten keine Handbremse. Handbremse nichts gut diese. Aber übrigens, ihr müsst dran denken, dass wenn man driftet, dann kontrolliert ihr den Wagen mit Gas und Bremse. Also, wenn ihr eine Kurve enger ziehen wollt, dann müsst ihr bremsen. Wenn ihr eine Kurve weiterfahren wollt, dann müsst ihr Gas geben. Oder wenn ihr von der Wand wegkommen wollt, wenn es am Heck ist, also wenn ihr mit dem Heck auf eine Wand zurutscht, dann müsst ihr Gas geben, damit ihr weg davon kommt. Nitro ist auch ein toller Fall. Nitro auch, ja. Damit könnt ihr Kurven weiter ausfahren. Aber was auch gut hilft beim Driften, ist einfach mal das Gas loslassen oder nur ganz leicht benutzen. Dann rutscht ihr zwar weiter, aber ihr bewegt euch eigentlich so gut wie nicht. Da könnt ihr sehr gerade Linien fahren. Aha! Guck, wie viel ich krieg. Nee. Fast 600.000, das ist doch angenehmer Score. Geht zwar besser, aber ich habe auch am Anfang einen Unfall gebaut. Ja, Probe, ja. Und keine hektische Bewegung. Das Auto reagiert schon auf eure Manöver. Es kommt auch wie auf Auto an. Also LX7, da musst du echt hektisch fahren. Ja, gut. Im Aventador darfst du überhaupt nicht hektisch fahren. Ja, bei den meisten. Also ein Fehler, den man, das macht der LX7 genauso wenig, ist, wenn ihr... Also wenn für den Fall, dass ihr mit Lenkrad fahrt, was ich sogar empfehlen kann, weil ich finde, das macht sehr Spaß, dann Bewegungen hektisch maximal nach links, maximal nach rechts, wie ich es hier gerade vorgemacht habe, nicht gut diese. Mit dem kann man leicht mal in eine Richtung tippen, also für mich immer mehr, zum Beispiel nach links oder rechts tippeln, um halt ganz Kurven ganz feinfühlig auszunehmen. Das heißt, 614 aber. 702, also man kann rückwärts. Ach, und was man schon aufhören kann. Rückwärts driften. Das macht so viel Spaß. Okay. Ne, ich hab's mit dem Denkrad noch nicht ausprobiert. Macht meiner Meinung nach mehr Spaß als driften. Rückwärts driften ist doch auch driften. Aber das macht man nicht so. So, ich mach mal meine Musik ein bisschen lauter. Ich will jetzt nämlich richtig gute Punkte machen. Und wird jetzt auch nicht geredet. Ja, so viel dazu.
So viel zum Thema, heute werden dicke Punkte gemacht. Alter, wenn wir das jetzt mal fahren, ne? Ist kein Gerede oder manchmal muss ich mal lauter. Oh weh, ich höre einen Sound von dir, weil das wird dann viel zu laut sein. Ich habe mich zweimal von, ich einmal von einer WhatsApp-Nachricht abgelenkt und das andere Mal habe ich einen richtig dummen Fehler gemacht einfach. Ja. Und auch kein Mucks, das weiß ich mir so, weil das viel zu laut ist. Maschallah, Digga! Musste mich einmal zwar richtig knapp retten, aber Maschallah!